Änderungsrate. Wenn wir die Änderungsrate einer Funktion ausrechnen wollen, bezieht sich das immer auf ein Intervall. Das blaue hier ist eine Funktion, ne? Die hat hier einen Hochpunkt und hier einen Tiefpunkt und hier oben geht sie einfach weiter. Und wir wollen jetzt für das Intervall von a bis b die Änderungsrate ausrechnen. Nun habe ich jetzt vom Punkt Q bis zum Punkt P, nämlich vom Intervall A bis B, A trifft genau auf den Punkt Q und B trifft genau auf den Punkt P. Dort zwischen habe ich eine Sekante gezogen. Eine Sekante geht durch die Funktion hindurch. Eine Tangente würde die Funktion berühren, aber von da, bis uns ins Unendliche, nennt man Sekante. Und jetzt habe ich hier das Steigungsdreieck dieser Sekante aufgezeichnet. Und das Steigungsdreieck selber ist die Änderungsrate in diesem Intervall. Die Sekante geht ja von da nach da, hat also eine positive Steigung. Und hier ist das Steigungsdreieck b-a und fb-fa. Jetzt gucken wir uns das mal an. ms, die Steigung von der Sekante, ist fb minus fa, also hier ist fb, ne? Das wäre jetzt 6 und fa wäre 2, also 6 minus 2 geteilt durch b minus a. B minus a ist die Strecke. Ihr habt das b, das ist 8, minus die 1, das ist 7. Die Strecke ist 7 und die obere Strecke, also diese hier, ist, was kam daraus? 4, 6 minus 2. Das hier f von a ist 2 und fb ist 6. 6 minus 2 sind 4. Und ms ist immer die Änderungsrate von f, von der Funktion f, von der blauen Funktion f in diesem Fall, im Intervall von a bis b. Wenn man also generell von der Änderungsrate einer Funktion spricht, muss man das Intervall angeben. Das heißt, die Aufgabe würde dann lauten, bitte berechnen Sie die Änderungsrate von der Funktion f in dem Intervall a bis b. A ist 1 und b ist 8. Und dann könnt ihr das genau ausrechnen. Und zwar, die Änderungsrate ms ist ja die Steigung der Sekante. Und generell für die Steigung einer Funktion kann man ja sagen, oder in einem Punkt, ist ja gegeben y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. y2 ist das f von b minus y1 minus f von a. Ja? Und x2 ist das b und x1 ist das a. Ne? Oben stehen die y-Werte, das müsst ihr euch merken, und unten stehen die x-Werte. Dann einfach einsetzen. Y2, also wir haben ja die Punkte hier, P, hier ist ja P, P ist 8 und 6, der X-Wert ist 8 und der Y-Wert ist 6. Und den Punkt Q haben wir hier auch, der Q-Wert ist 1, der X-Wert von Q ist 1 und der Y-Wert von Q ist 2. Jetzt einfach einsetzen, Y2 minus Y1 beziehungsweise F von B minus F von A. Das ist 6 minus 2. Ihr müsst erst den y-Wert, also wie rum ihr das macht, ist egal. In diesem Fall haben wir 6 genommen, den y-Wert von p. Diesen y-Wert von p ist also f von b ist 6. 6 minus 2, den y-Wert von q. Q ist ja hier 2. 6 minus 2 geteilt durch 8 minus 1, den x-Wert von p. Minus den x-Wert von q. 6 minus 2 ist oben im Zähler, ist 4. 8 minus 1 ist 7. Genau. Also das war schon zum Thema Änderungsrate. Änderungsrate noch einmal zusammengefasst ist die Steigung der Sekante in dem Intervall von a bis b. Hier habe ich das Steigungsdreieck aufgemalt und die allgemeine Steigung ist ja immer m ist gleich y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1. Genau, das war schon zum Thema Änderungsrate.